Heute mal wieder Movie von mir. Unser tägliches, was haben wir so gemacht am Tag, Movie. Falls euch meine Movies gefallen, gern Abo da lassen, Like, ein Comment benehmen Sie natürlich. Und wer genau wissen will, sollte die Glocke noch betätigen. So, also wir hauen mal rum hier. Also wir waren ja heute früh schon laufen. Das Wetter sieht ganz gut aus. Es ist natürlich so, ich sitze jetzt hier schon, ich war ja laufen heute früh. Es ist 8.13 Uhr, habe ich jetzt so anderthalb Stunden die Filmchen fertig gemacht, hochgeladen. Ich habe ja gestern bis um 21 Uhr gearbeitet, dann habe ich mich ins Bett gelegt, wollte noch was machen und bin eingeschlafen. So, wie gesagt, wir haben es 8.13 Uhr und ja, was soll ich zu ihm sagen hier? Ich würde mal sagen, ein typisch Kind hat das gar nicht ausgenutzt, dass der Papa 21 Uhr eingeschlafen ist. In dem Sinne, ich bin, glaube ich, um 23 Uhr munter geworden und da hat er noch geguckt. Und da ich sage, jetzt machen wir mal langsam aus, ne, mein Freund. Ja, es ist eben so, wie es ist. Was steht heute an? Ich habe gute Laune gehabt heute früh, aber jetzt hat der Gimpel ja, ich habe das, glaube ich, gesehen heute, dass der Beach schon zweimal abgestürzt ist. Ich habe ihn jetzt wieder benutzt, also er stürzt immer ab, noch eine Minute ungefähr, macht er einfach aus. Ist egal, das ist ein schweres Telefon, ich habe ein leichtes dran gehangen. Genauso, also werden wir heute wahrscheinlich die Ruhe. Ich sag dazu mal nur, Rock hoch, Schlüpper aus, Wochenende, Yippie. Also werden wir wahrscheinlich heute mal ins Zentral oder ins Terminal 21 fahren. Die haben mit DJI-Laden, da werden wir mal reingehen, werden wir sehen, ob wir das reparieren lassen können. Ich sehe schon wieder Details, wenn sie sagen, ja, das Telefon wäre zu schwer. Machen wir es mal so, wir lassen uns mal überraschen. Ansonsten müssen wir mal sehen. Ihr werdet ja die nächsten Tage sehen, da werden wir vielleicht mal das Terminal 21 mal wieder empfehlen. Es ist schon am Früh. Es wird mächtig was los sein in dem Zufolge. Freut euch auf das Movie und den Rest seht ihr nach der Werbung. Es ist 9.04 Uhr, wir frühstücken. Was gibt's heute für Papa Eibrot mit Lauch? Ja. Für Otto nur auch Ei. Mit Schinkenstreifen und sein komisches Brot da, Milchbrot. Ansonsten haben wir heute noch mal hier, also es ist im Prinzip so, wir wollten, du trinkst am liebsten Schokomilch und am liebsten Erdbeere. Ja. So, jetzt wollten wir Erdbeermilch kaufen, aber das ist ein Drinking-Joghurt. Ich sag mal so, wenn ich einen Joghurt will, esse mal einen Joghurt. Und wenn ich eine Milch trinken will, will ich eine Milch trinken und kein Milchjoghurt, ne? Ja, ja. Also. Das ist auch Joghurt hier, das. Ja, hier. Es steht drauf hier, ein Drinking-Joghurt. Aber ich habe nicht so genau geguckt, weil die ist so aus, die wird so ausgestellt. Und dann dachte ich, oh, Erdbeermilch nehmen wir. Dass man natürlich hier, das immer so klein hier drunter schreibt, ja. Ich mit meinem ADHS, ist egal jetzt. Es wird schmecken. In dem Sinne, wir melden uns dann nochmal. Wir werden so um 10 losfahren, wa? Ja. Oder halb 11 ist besser. Ja. Und da können wir noch rumgeigeln. Vielleicht machen wir noch die Haare und sowas, ne? Ja. Also, ich würde sagen, bis gleich. Sind wir wieder, ich weiß nicht, was hier los ist. Sonntag früh, 9.14 Uhr. Sieht man's. Werden ja mit Pestiziden rumgeschmissen.
Hier ist okay. Also ich weiß eigentlich, kann man das nicht mitten in der Woche machen. Also da muss ich manchmal die Fassung verlieren bei Details. Also ganz ehrlich, ich weiß eigentlich. Boah, ey. Aber mitten beim Frühstücken. Jetzt muss ich hier alles zusammenpacken und reinpacken. Also, kann ja nicht sein, ey. Ich weiß eigentlich, das sind manchmal so ärgerliche Sachen. Montag früh wäre doch okay gewesen. Aber nicht am Wochenende. Also ihr hört ja die ganze Zeit, es werden ja Bauarbeiten und jetzt noch das Ding, ey. Also, ich mache mir jetzt erstmal die Haare, dann Otto und dann sehen wir uns später, ey. Überall stinkt's. Nicht zu weg hier. Also ich würde sagen, Werbung einschließen, alles luftig verschließen. Und ja, du mit die Wäsche gucken. Also, Werbung! So, wir sind im Terminal 21, ne? Und ja, mein Gimbal hat ja, der, also wenn ich das in 2 Minuten drehe, auch ganz vorsichtig stürzt der ab, naja. Ich war letzte Woche hier, oder vor 2 Wochen hier, und dann habe ich einen DJI-Laden gesehen. Allerdings ist mir jetzt erstmal sehen da hinten. Also, oh, sehr nett. So. Wo ist er hier? Also hier ist der DJI, aber es ist mit Kamera. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde mich ja nie dran gewöhnen. Es war mir klar, ich komme rein. Und er sagt, das Telefon würde nicht für den Gimbal stimmen. Ich habe extra mein Samsung mitgebracht und macht ja genau dasselbe. Also. Ich habe ein iPhone XR, wenn mir jetzt einer erzählt, dass das nicht für, dass der Gimbal nicht für dieses Telefon ist oder für Samsung S51 oder was ich habe, da wäre ich. Ich muss jetzt mal echt sagen, die Dummheit der Thais manchmal ist Wahnsinn. Es ist best you bei mir. Das war seine Antwort. Ja. Ich hätte bei Big Kamera eh nichts gekauft, weil. Da kaufe ich nie wieder was, habe ich einmal die Kamera gekauft für 30.000, die dann während der Corona-Zeit kaputt gegangen ist, wo ich eigentlich ein Jahr Garantie hatte. Und dann habe ich sie hingebracht und dann haben sie sie eingeschickt für 600 Watt, glaube ich, und haben mir dann gesagt, dass die Kamera, die Reparatur, ich glaube 30.000 gekostet und die Reparatur sollte 27.000 kosten. Und genau diese Kamera lag im Aushang für 25.000. Also genauso mit dem Gimbal, den ich vorher hatte von, ich müsste nachgucken, wo man mir 2 Jahre Garantie gegeben hat und nach einem Jahr das Ding kaputt gegangen ist und sie gesagt haben, nee, Garantie gibt es nicht. In dem Laden. Und dann habe ich noch gesagt, ja, er hat mir doch gesagt, 2 Jahre Garantie, hier steht es halt 2 Jahre Garantie. Und dann hat er sich gesagt, nee. Und maximal 1 Jahr hat es rumgedreht, ist gegangen und dann haben sie mich stehen lassen. Deswegen kaufe ich in den Läden auf jeden Fall nie wieder was, das steht fest. Und ja, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich in den sauren Apfel beißen oder ihr? Wir müssen ein bisschen rumeiern bis zum 23. fahre ich, glaube ich, nach Bangkok und ja, da wird es ein bisschen wackelig, Leute. In dem Sinne würde ich sagen, ich muss mich abregen, ich muss mich runterfahren. Man steht zu zweit in dem Laden drin und guckt nicht, was es gibt, wie es gibt, nur reinkommt, neu kaufen, gehen. Reparatur, ach alles Scheiße, machen wir nicht. Ich weiß nicht. Das hat auch was mit der Umwelt und alles zu tun. Es ist echt traurig hier. Also, Werbung.
Ich glaube, wir holen uns irgendeinen Kaffee oder irgendwas. Ja. Also, bye bye, bis später. Wir sind bei KFC mal wieder. Und wenn wir ehrlich sein müssen, das hätte man sparen können. Wenn ich irgendwo reingehe, also ich möchte das Menü mit dem Zinger. Zinger heißt das Ding, ne? Ja. Für 159, da möchte ich keine Frage. Groß. Ich möchte scharf. Also es gibt ja eh dann immer nur zwei mit scharf und eins ohne scharf. Große mit scharf, große Pommes, kleine Pommes, große Cola, Und dann will ich mich an dich setzen, sau dreckig. Ja. Ja. Dann dachte ich, holst du dir nochmal was nach für 199 mit Mütze, nur Hähnchen. Ja, es ist also schön mit 199 und sie sagt, es gibt noch mit Cola. Ja, wir haben ja eine Cola. Deswegen na, bin ich schon wieder ein bisschen gestresst. Aber wir wollen es mal locker nehmen. Ne? Wir gehen nachher in die Sauna und freuen uns. Ja. In dem die Folge. Ist es mal eigentlich wieder so ein Tag, wo man hätte liegen bleiben sollen. Wie gesagt, der Kimpel kaputt. Und die absolute Frechheit, wenn ich irgendwo hingehe und sage, der Kimpel ist kaputt. Und dann wird sie mir gesagt, das Telefon wird zu schwer. Da holt ihr einen neuen am besten. Ist immer das Beste, neu was Neues holen. Ich weiß eigentlich. Es ist hier eine Kultur manchmal zeitweise echt anstrengend. Ja, Leute. Ja, Leute, sagt Otto auch. Leute, der Telefon ist doch nicht schwer. Ja, wir wissen, dass das Telefon, das benutzen wir schon seit Anfang an. Das benutzen wir schon 3 oder 4 Jahre, solange wir den Gipfel haben. Ja. Also kannst du ja nicht am Telefon liegen. Und das DJI nur Gimbalbald für eine gewisse Grammzahl an Telefons ist unvorstellbar. Wir haben natürlich hier das Problem mit der Beschwerde. Das ist hier, das interessiert ja hier gar keinen. Ich schätze mal in Deutschland, wo die Frau sagt, da waren Männerhosen da, also haben sie die unter XL, die gibt es nicht unter XL. Ja, da dachte ich, ich muss alles flippen. Bis dann, ich wäre natürlich dann immer mal laut und dann kam die Verkäuferin und ich sage, sie wollen mir nicht wirklich erzählen, dass die Hose als Herrengröße nicht unter XL hergestellt wird. Ja, in Deutschland ist es immer so, dass man immer mal Vorteile dann genießt. Sie hat mir dann die Hose besorgt. Und da gab es noch ein Geschenk dazu. Aber hier ist das alles so, ja. Nimm Mutter, lass es oder kauf dir neu. Also in dem Sinne, Werbung. Ja, wir haben kein Gimbal mehr, wir müssen jetzt immer wackeln. So, hier ist er wieder. Ja, ich habe mich jetzt runtergefahren, alles wieder schön, alles wieder schick, ein Saunagang und alles perfekt. Ja, ist eben schwierig hier manchmal, aber was soll's. Mit dem Gimbal, das werden wir jetzt klären. Ich werde mir wahrscheinlich über La Seta einbestellen, ich werde mal gucken. Weil ich jetzt nach Bangkok fahre und da einen hole, ich glaube, da war damals billiger bei La Seta und da werde ich mal rumwühlen. Ist in 14 Tagen da. Also müsst ihr mit mir ein bisschen Geduld haben. Es wird jetzt immer mal ein bisschen wackelig, aber was soll's, ich kann es ja nicht ändern. Ansonsten ist es ganz schön leer in der Sauna. Ihr seht es aber, ist auch gut so. Das Einzige, was hier ein bisschen manchmal wieder komisch ist, hier kommt ganz schön viel Linder mit einmal her.
Ich habe ja eigentlich nichts gegen unsere indischen Freunde, aber es ist schon komisch, das Völkchen zeitweise. Ansonsten, ja. Ah, müssen wir mal gucken. Vielleicht gehen wir heute nochmal in die Pizza oder weiß ich was. Mal sehen. Gewicht habe ich auch zugenommen. Also alles im grünen Bereich, alles schön, alles schick. Und ja, wir werden mal sehen. Ist eben immer mal ein bisschen schwierig hier, aber was soll's. Wir müssen mit den Geflogenheiten hier zurechtkommen und ja. Ist nicht immer leicht, vor allen Dingen, wenn die Verkäufer dann so null Ahnung haben von irgendwas. Das macht mich schon ganz schön traurig. Aber was soll's. Vor allen Dingen dieses Gegrinse dann und dieses Gelache. Ha, hört dann mein Junge. It's a better for you. Das ist schon ganz schön gewöhnungsbedürftig. Ich muss mal sehen, was ich mit dem Gipfel jetzt mache. Ich hätte ja am liebsten reparieren lassen. Aber hier gibt es wahrscheinlich auch keine Reparaturwerkstatt. Also hier ist alles immer ziemlich mit einfach neu kaufen, neu kaufen, neu kaufen. Das kann schon manchmal ganz schön nerven. Es ist in Thailand. In dem Sinne würde ich sagen, ja, mach's besser wie ich. Immer schön ruhig bleiben und werdet alle glücklich. In dem Sinne, euer Mann in Patti. Bye, bye. Oder zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da! Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen, Abo! Abo! Naja, irgendwo. Abonnieren.